Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, ich begrüße euch zur 7. Ausgabe von ID im Auto. Ich muss euch leider mitteilen, ich wusste, dass es irgendwann mal passieren wird, aber dieses rasche Ende war dann doch ein sehr, sehr großer Schock für mich. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich habe 3 Tage vorher noch getankt. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dem Auto die letzte Ehre zu erweisen. Ich werde den Treibstoff aus dem Tank herausholen. Jetzt ist nur die Frage, wie. Ich habe leider keine Pumpe, das wäre optimal. Ich habe nur einen Schlauch und einen Kanister. Muss mir irgendwas überlegen. Ich war aber neulich bei meiner Tante, die hat ein Aquarium zu Hause und ich habe beobachtet, wie sie das entleert. Sie nimmt den Schlauch, gibt das obere Ende rein, saugt am anderen Ende und wenn der Schlauch voll mit Wasser ist und dieses Ende tiefer liegt als dieses, dann läuft das Wasser ganz automatisch aus dem Aquarium heraus. Also es läuft sogar ein Stück bergauf und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Hier ist die Situation dargestellt, der Schlauch wird ins Becken getaucht, dann saugt man so lange, bis er voll mit Wasser ist. Ich blende das Aquarium jetzt aus, damit es die folgende Erklärung nicht stört. Nehmen wir an, dass der Höhenunterschied links 1 Meter beträgt und rechts 2 Meter. Auf jedes Schlauchende wirkt nun der Luftdruck. Dieser beträgt auf Meereshöhe ungefähr 1 Bar. Ich habe das hier mit Hilfe von Pfeilen dargestellt. Das sind eigentlich Kräfte, aber es ist ja nur eine Veranschaulichung. Da der Luftdruck mit der Höhe abnimmt, ist es links eigentlich ein bisschen weniger als 1 Bar, aber das ist so winzig, das können wir getrost vernachlässigen. Jetzt gibt es aber auf beiden Seiten noch einen Gegendruck, den Flüssigkeitsdruck oder hydrostatischen Druck, den kennen besonders Taucher sehr, sehr gut. Und dieser nimmt mit der Tiefe zu. Bei 1 Meter Wassertiefe beträgt er ca. 0,1 Bar, bei 2 Meter Tiefe schon 0,2 Bar. Links haben wir also 1 Bar nach oben und 0,1 Bar nach unten. Das entspricht netto 0,9 Bar nach oben. Rechts haben wir ebenfalls 1 Bar nach oben, aber 0,2 Bar nach unten. Das entspricht netto 0,8 Bar nach oben. Ja, und Wasser möchte ja immer vom größeren Druck zum kleineren Druck fließen und deswegen läuft dieser sogenannte Saugheber vollautomatisch, bis das Aquarium leer ist. Ja, ist ja wirklich eine super Sache, genauso mache ich's. Der Schlauch ist schon drinnen, ich sauge mal ordentlich an. Habt ihr wirklich geglaubt, dass ich jetzt nur ansauge? Bitte auf keinen Fall machen. Die Dieseldämpfe sind wirklich sehr, sehr gesundheitsschädlich. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn ich Diesel in meinen Mund bekomme. Also saugen ist ganz, ganz schlecht. Ich muss mir was anderes überlegen. Ich könnte es ja mit Pusten probieren. Und dazu brauche ich einen zweiten Schlauch. Den stecke ich nur ein kleines Stück rein. Und jetzt muss ich schauen, dass diese Öffnung luftdicht verschlossen wird. Und das mache ich mit einem nassen Tuch. Es ist eh schon alles wurscht jetzt. Wenn ich jetzt hier reinpuste, dann wird im Inneren des Tanks der Luftdruck steigen und dieser sollte dann den Treibstoff hochdrücken durch diesen Schlauch. Ich werde sehr darauf achten, dass ich ja nicht einatme, sondern wirklich nur puste. Naja, es geht nicht schnell, aber es geht.